Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder zu mir gefunden hast. Mein Name ist Monika. Ja, heute geht es um den wichtigen Lebensbereich des Wissens und ich zeige euch mal, wo wir uns gerade befinden, nämlich in dem Bereich hier. Ihr seht hier die Farbe Orange, die steht also für das Element Erde im Bereich des Wissens. Das Organ, was dem Wissen zugeordnet ist, ist der Magen. Und die Form, die der Erde zugeordnet ist, ist der Ziegelstein, also etwas, was aus der Erde kommt. Und ihr seht, hier ist zum Beispiel ein Schreibtisch eingezeichnet, also im Bereich des Wissens ist natürlich ein Arbeitsplatz ideal. Und vor allen Dingen, wenn man auch was Neues dazulernen möchte, wenn man Kurse besucht oder Seminare oder sich für ein spezielles Thema interessiert und auch viel Zeit am Schreibtisch verbringt. Ja, wie ihr diesen Lernplatz generell stärken könnt, hatte ich euch ja schon in meinen früheren Videos erklärt. Und ja, wir befinden uns also im Element der Erde. Also alles, was erdfarben ist, also Naturtöne, auch Gelb oder Orange, Aprikot, das steht für die Erde, aber auch diese Farben hier alle, ja, auch das Gelb. Das Aprikot und Orangetöne stehen für die Erde. Und die Erde würde jetzt mein Bild, was für den Bereich des Wissens geeignet wäre, die würden den Bereich hier stärken. Also wenn ihr zum Beispiel einen Rahmen verwendet für dieses Bild, in diesen Farben würdet ihr das Bild auch stärken, denn das Feuer hier im Bild nährt auch die Erde. Ja? Und das hier wären alles Erdfarben. Im Bereich der Erde würden Erdfarben stärken und die Farben der, kleinen Moment, die Farben des Feuers würden das Bild hier nähren und fördern. Also wenn man Farben aus diesem Spektrum des Feuers nehmen würde, da passt natürlich jetzt nicht alles dazu, aber dieser Rotton zum Beispiel, ja, und auch lila rosa gehört ja auch zum Feuerbereich, dann könnte man das Bild also nähren und fördern. Und das Bild habe ich genannt, Tulpenranke. Ihr seht hier, ihr könnt das erkennen. Also ich hatte ursprünglich eben irgendwie eine schwangere Frau im Sinne und habe mir überlegt, naja, es muss ja nicht immer ein Kind dem Bauch entspringen, sondern im Bauch haben wir ein riesiges Nervensystem. Und der Bauch ist ziemlich intelligent und da können ziemlich viele Ideen heraus entspringen. Und für diese Ideen habe ich dann diese Tulpen. Diese Tulpen, die sich einfach nach oben ranken wollen, gemalt. Und die Blüten, die stehen einfach auch eben für neues Wissen. Etwas, was neu entstehen darf und sich entwickeln darf und aufgehen wie eine Blüte eben. Und da kann man sich ja ganz vieles vorstellen. Neue Projekte, neue Geschäftsideen, neue Verbindungen mit anderen, Gleichgesinnten und so weiter. Und als Affirmation hatte ich euch geraten,
Vielleicht auf ein orangefarbenes Kärtchen zu schreiben. Ich bin neugierig und lerne stets dazu. Genau, und da bellt auch schon meine Hündin dazu. Anscheinend ist es wichtig. Anscheinend ist es wichtig, dazu zu lernen. Genau. Und ich hatte ja schon gesagt, im Bereich der Erde ist es gut, wenn auch Feuer da ist. Denn Feuer nährt die Erde. Und Feuer ist rot, ist pink, ist rosé. Ja? Genau. Und ich habe mal wieder geschaut. Was uns die Tarotkarten zum Bereich des Wissens so mitzuteilen haben. Und da gibt es ja die wunderbare Karte des Hierophanten im Tarot, und zwar im Botticelli-Tarot. Und die seht ihr hier. Hier steht auch, hier steht der Hierophant in verschiedenen Sprachen eben, El Papa oder Il Papa, Le Pape. Also das ist der Papst hier abgebildet, ja. Und ein Geistlicher steht immer für höheres Wissen, ja. Also garantiert höheres Wissen im Bereich der Theosophie, also Theologie und Philosophie und womöglich auch Psychologie. Also wir dürfen die Geistlichen in keinster Weise unterschätzen mit ihrem Wissen. Ja, und dann gibt es da das Weibliche. Pendant im Tarot, das ist die hohe Priesterin hier. Die hohe Priesterin, eben eine weise Frau, die eben hier das Buch in den Händen hält und sich beliest und schlau macht zu allen möglichen Themen, die sie interessiert und die an sie herangetragen werden. Ne? Und die trägt auch oft ein großes Wissen in sich, was sie nicht unbedingt preisgibt. Ihr seht, die ist hier in einem roten Kleid gekleidet. Ja, ein Rot steht also für Feuer und Feuer nährt ja die Erde. Dann gibt es noch die Karte des Herrschers. Ihr seht hier der Herrscher im Tarot, der hat auch hier den roten Umhang für feurige Energie. Ja, ein Herrscher, der weiß, was er will, der regiert. Und entscheidet. Und ja, das rote Gewand steht für feurige Energie. Im Romantik-Tarot sehen wir hier den Hierophanten ähnlich dargestellt von den Farben, ähnlich wie im Botticelli-Tarot. Schaut mal, die Farben sind ähnlich, nämlich mit blau-lila, blau-lila, also lila, steht auch im Feng Shui für Feuer, aber lila natürlich hat auch was sehr Spirituelles, geht auch mit dem Scheitelchakra konform und ihr seht ja, Scheitelchakra, die Herren mit ihrer Bischofsmütze, ne? Steht auch für die Verbindung zum Universum, ne, und zu den höheren geistigen Gesetzen. Und hier im Romantik-Tarot haben wir die Dame in Blau, also die ist eigentlich fast gänzlich in Blau gekleidet, im Gegensatz zu der aus dem Botticelli-Tarot. Hier die Dame im Romantik-Tarot, die ist gänzlich in Blau gekleidet, ja, Blau. Blau steht auch immer für viel Gefühl und auch das Blau eben die Chakren im Kopfbereich. Und der Herrscher im Romantik-Tarot gleicht dem Herrscher im Botticelli-Tarot. Auch mit dem roten Umhang, wie ihr seht, ja, rot wieder das Feuer, die Macht.
Und wie ihr wisst, unser nächster Bereich ist ja der Bereich des Ruhmes. Und der Ruhm steht für das Element Feuer, also Rot. Ne? So, genau. Und im Bereich des Wissens ist es auch gut, wenn das so eine Art persönliches Refugium ist. Das heißt, auch eine Art Rückzugsort, wo ich in Ruhe meinen Studien nachgehen kann. Also das ist sicher sehr, sehr hilfreich in diesem Bereich. Genau, und dort ist es natürlich immer gut, wenn man dann auch die entsprechenden Bücher, die einem in das Wissen hineinhelfen, dort bereithält. Und vielleicht dort Bilder hat eben, die alle in Richtung Mentoring oder geistiges Wissen befördern, sage ich jetzt mal. Ja? Und ihr wisst ja, Wissen ist Macht. Und wenn wir viel wissen, haben wir Macht, wir Menschen, ja. Und das Wissen kann uns keiner nehmen, ja. Und das ist ein ziemlicher Vorteil, finde ich. Und ich möchte euch heute hier noch mal etwas vorlesen, und zwar möchte ich euch Wissen übermitteln zum Thema Trennungsspielregeln. Ich hatte in meinem letzten Video euch berichtet, dass ich auch geschieden bin. Und ich habe dann auch gesagt, ich würde euch gern auch immer wieder peu à peu preisgeben, wie eine Trennung, Scheidung aus meiner Sicht, ja, ich sag jetzt mal, gerechter über die Bühne gehen könnte oder ja, so, dass es nicht so zu sehr zum Rosenkrieg wird. Aber das ist natürlich auch sehr, sehr leicht gesagt. Aber zu dem Thema, also möchte ich hier euch was vorlesen. Und zwar habe ich das in meinem Mutmacher geschrieben. Und zwar richte ich da meine Worte vor allen Dingen auch an die Herren, also an die Väter. Und also an die Väter, genau, an die Männer, die auch von Trennung und Scheidung betroffen sind. Wenn Paare mit Kindern auseinandergehen, muss es nicht zu dem allseits bekannten Rosenkrieg kommen. Wenn man einige Trennungsspielregeln beachtet, ja, und zu diesen Trennungsspielregeln werde ich immer wieder noch mal was Neues auch euch mitteilen. Ganz wichtig ist, dass während einer Trennung die finanzielle Stabilität für alle Familienmitglieder gewährleistet ist oder auch bleibt. Denn das Leben mit allen finanziellen Verpflichtungen geht ja weiter. Und die Familienväter, die bringen in der Regel den größeren Anteil am finanziellen Ertrag in die Familie ein. Ja, das ist doch ganz klar, weil wenn die Kinder noch klein sind, dann macht es ja auch Sinn, dass die Mütter daheim bleiben bei den Kindern, sofern es eben finanziell möglich ist. Und die Männer haben da immer einen Vorsprung, was das Finanzielle anbelangt. Häufig begehen aber die Männer nach der Trennung den Fehler, ihre Partnerinnen mit Geldentzug für emotionale Verletzungen zu bestrafen. Und damit fangen dann Trennungsprobleme erst so richtig an. Leider.
Jetzt frage ich die Herren, warum begegnen Sie Ihrer Partnerin, die Sie ja mal geliebt haben und die Ihnen gemeinsame Kinder geboren hat, nicht mit Großzügigkeit und Anerkennung? Und zwar unabhängig von den Gründen der Trennung. Also egal, wie es zu der Trennung kam, wer hier wen betrogen hat. Und auch das ist ja nur ein Ausdruck für den Zustand einer Ehe. Ja? Also da wäre es einfach wichtig, mal auf eine Metaebene zu gehen und ganz von außen mal auf die ganze Situation zu schauen. Liebe Männer, die Frauen werden es schätzen, wenn ihre Partner die emotionale und die finanzielle Ebene trennen. Ja? Hier bin ich emotional und hier bin ich sachlich auf der finanziellen Ebene und das muss ich unbedingt trennen voneinander. Denn dann kann der gegenseitige Respekt erhalten bleiben und beide Partner können dann leichter auseinandergehen. Das heißt, im Prinzip müssen natürlich beide, der Mann und die Frau, Trennungsverantwortung übernehmen und den Umgang mit den Kindern und die Finanzen untereinander regeln. Das wäre natürlich das Optimum, dass man gemeinsam als erwachsener Mann und erwachsene Frau eine Regel findet oder Regeln findet für die Finanzen und den Umgang mit den Kindern. Denn dann, wenn das so ist, dann bleiben beide, der Vater der Meister und die Mutter die Meisterin ihres Lebens. Geben Sie die Verantwortung dafür nicht in fremde Hände. Wovon würde ich abraten? Aus meiner Sicht bestehen Sie die trennungsreife Prüfung, wenn Sie beide Ihre inneren Kinder, die gerne enttäuscht, beleidigt oder gekränkt reagieren, außen vor lassen. Ja? Genau, und so kann man vom Liebespaar zum Elternpaar werden, wenn man einige Trennungsspielregeln einhält. Denn es geht ja an erster Stelle um das Wohl der Kinder. Also Trennungsscheidung ist auch ohne Kinder nicht besonders schön. Aber wenn natürlich, so wie meistens, Kinder involviert sind, dann muss man einfach ganz besonders darauf achten, dass es den Kindern weiterhin gut geht. Ja? Und da werde ich auch immer wieder was dazu sagen, zu dem Thema. Genau. Jetzt zum Abschluss. Zum Abschluss ziehe ich vielleicht noch eine Karte aus dem Romantik-Tarot. Schauen wir mal, was sich heute für eine Karte uns präsentieren möchte. Ja? Das sind auch so schöne Karten, diese haben hier so diese schönen Rosen hinten drauf, ja? Das passt halt gut, gell? Zu den Blümchen. Hier, schaut mal. Und zu meiner Bluse passt sogar. Genau. Und ich nehme jetzt aber die hier dazu. Also die Hohepriesterin nehme ich dazu und den Hierophanten und den Herrscher. Ne? Den nehme ich dazu.
Und jetzt frage ich einfach mal, welche Energie ist für uns wichtig, für meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer? Welche Karte möchte sich da gerade zeigen? Ich nehme diese, die ist nämlich rausgerutscht. Ui. Ui. Da haben wir die Dame in Rot. Ui. Aha, das ist aber wirklich toll jetzt. Schaut mal, da geht es um die Gerechtigkeit. Seht ihr die Dame, die hat eine Waage in der Hand. Und das passt doch jetzt hundertprozentig zu dem Thema, was ich gerade angesprochen habe. Schaut mal, da sind die Augen verbunden. Seht ihr das? Genau. Sie trägt ein rotes Kleid, also das Kleid des Feuers. Ja. Denn es ist nicht einfach zu entscheiden, ja. Da braucht man schon auch eine gewisse Energie dazu. Und sie versucht, etwas auszugleichen. Und was habe ich gerade gesagt? Also versucht gerade in Trennungs- und Scheidungssituationen gerecht miteinander umzugehen. Immer im Sinne des Menschlichen. Im Sinne des Menschlichen. Da muss man dann die eigenen Gefühle und Frustrationen einfach mal zurückhalten und die einfach dann auch bearbeiten, indem man zum Beispiel zum Psychotherapeuten geht oder sich einfach anderweitig helfen lässt, aber die nicht zu sehr dem Partner gegenüber oder den Kindern gegenüber preisgeben. Ja, dazu gibt es ja hilfreiche Personen. Ja. Also das passt wirklich gut. Ja. Die Gerechtigkeit. Wonderful. Ich stelle es jetzt zum Engelchen dazu. Genau. Und das war der Weckruf. Die zweite Runde, hatte ich vergessen am Anfang, aber die zweite Runde unseres Feng Shui und Tarot-Zykluses. Und ihr seht, es geht, ich behandle viele Themen und ich freue mich natürlich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid und würde mich freuen, wenn ihr auch kommentiert unter dem Video. Und liked und teilt mit euren Freundinnen und Freunden, damit das Wissen sich verbreiten kann. Und ja, ich freue mich aufs nächste Video. Da sehen wir uns zum Thema Ruhm. Bis dahin, alles Liebe für euch. Ciao.